Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Mein Name ist der Umlautmann, aber ohne Umlaut. Und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Part Pokémon Alpha Saphir in der Randomizer und Nuzlocke Edition hier auf dem Zweitkanal. Schön, dass du wieder am Start bist. Wir befinden uns aktuell im 24. Part und wir sind in Baumhausen City. Baumhausen City, check. Arena, check. Stigis tot, check. Läuft aktuell nicht so. Naja, was heißt es? Läuft nicht so. Wir haben jetzt ein paar Pokémon verloren. Das ergibt aber auch irgendwo Sinn, weil wir jetzt früher oder später so langsam aber sicher im Late-Game ankommen, würde ich einfach mal so behaupten. Wir haben jetzt 6 Arenen geklatscht und dementsprechend begeben wir uns so langsam aber sicher Richtung 7. Arena, wo wir by the way eine Level-Cap von Level 45 haben. Also bis dahin passiert storytechnisch und so noch einiges auf jeden Fall, bevor wir zur 7. Arena kommen. Also auch einiges an Training, viele spannende Pokémon-Kämpfe bis dahin, denke ich mal. Und von daher schauen wir mal, was dort so geht. Ich habe einige Kommentare von euch bekommen, super coole Tipps, aber auch coole Informationen, ganz simpel gesagt. Mir wurde unter anderem gesagt von Jannis, dass ich mir auf jeden Fall nochmal das Häuschen anschauen sollte mit Kraftreserve. Das könnte man, glaube ich, vor der Top 4 bzw. vor der Pokémon-Liga nochmal machen. Beziehungsweise für spezielle Angreifer ist es wohl sinnvoll, wenn ich richtig lese. Ja. Ansonsten, Alpollo. Wir hätten im letzten Part ein Alpollo fangen können. Ist ein bisschen blöd gelaufen. Leider haben wir es besiegt, aber wir haben ja jetzt das neue Pokémon, worauf ich gleich eingehen werde, jetzt im Team. Auf jeden Fall, wenn man ein Pokémon schon hat, ist irgendwo ein Pokéball-Symbol. Das habe ich auch voll vergessen. Also ich kenne das aus den neueren Spielen, hatte ich hier aber jetzt nicht auf dem Schirm. Ansonsten noch zum Thema Tarnsteine. Das war ja auch nochmal relativ spannend in der letzten Arena. Tarnsteine sind so stark, beziehungsweise so effektiv wie Gesteins. Attacken effektiv sind gegenüber dem Pokémon, was eingewechselt wird. Ich weiß, pure Mathematik. Dementsprechend hat das ja bei Flug-Pokémon, ich weiß gar nicht, Flug-Pokémon haben, ich glaube, Stigi haben wir eingewechselt, war sehr effektiv. Und das war dann dementsprechend ein bisschen blöd. Wusste ich nicht, dass es davon abhängt, aber jetzt weiß ich auf jeden Fall mehr. Und ansonsten noch an Infos, wenn man quasi Pokémon mit Sonderbonbons trainiert, da habe ich jetzt aber nicht mehr den exakten Wortlaut, glaube ich, ist es doch nicht so gut, wie wenn man gegen normale Pokémon trainiert, wegen EVs oder was weiß ich, Freunde. Mein Gott, es ist pure Mathematik, also no joke. So, aber wir haben uns jetzt für ein neues Pokémon entschieden und ich habe auch ein bisschen überlegt, was eigentlich sinnvoll wäre. Und ich glaube, alleine typentechnisch ist Kurai Yuvaku bzw. Cavalanzas der passende Pick. Einige haben das auch geschrieben. Wir haben hier den Käfertypen, würden damit Stigi ersetzen und einmal den Stahltypen. Und ich habe das Ding einfach mal auf Level 33 inzwischen gepackt. Ich muss sagen, ich bin nicht so zufrieden mit den Attacken. Also ich hoffe, dass wir da auf jeden Fall noch bessere Attacken bekommen werden. Wir haben aktuell Duo-Nadel. Physisch, ne, wir sind auch ein physischer Angreifer mit 96, also das Ding knallt ordentlich rein mit physischen Angriffen. Spezieller, wir haben als Wesen, Biep, Bubu, Biep, ne, da wollte ich jetzt nicht hin. Als Wesen haben wir Ruhig, dementsprechend, das Ding ist arschlangsam, aber ich glaube, wir haben ein passendes Wesen, weil das Ding ist so oder so extrem langsam und da haben wir den blauen Wert, also quasi der runtergeht. Wehrt gegnerische Volltreffer ab. Oh, das ist eine geile... Wow, das ist ein gutes Viech. Also erstmal haben wir, glaube ich, ein gutes Wesen, weil Spezialangriff wird geboostet. Und wir können keine Volltreffer bekommen. Und wir wissen, wie tödlich Volltreffer sind. Das Problem an dem Pokémon ist natürlich Feuer. Also eine Feuerattacke und das Ding ist schneller weg, als man gucken kann. Wobei man sagen muss, die Werte sind alles in einem echt in Ordnung, oder? Habe ich zumindest so ein Gefühl. Also von daher ist Cavalanzas, glaube ich, ein sehr cooles Pokémon, was man mal so picken kann. Klar, wir greifen immer als Zweites an, aber vielleicht kann man da sogar die Flinkklaue spielen auf dem Ding. Ich glaube, haben wir eine Flinkklaue? Ich meine, wir haben irgendwann mal eine Flinkklaue bekommen. Mashallah. Es hebt gelegentlich die Erstschlagquote. Packen wir direkt mal drauf, wer weiß. Vielleicht wird uns das ein oder andere Mal noch den Arsch retten. Nur Attacken haben wir aktuell noch nicht so ganz coole. Dementsprechend würde ich jetzt sehr, sehr gerne einmal gucken, ob wir irgendwelche Stahlattacken haben. Oder halt irgendwie andere Käferattacken oder sowas in der Art. Das wäre nice. Stahl, Käfer, Stahl. Stahlflügel. Kann's nicht erlernen, weil er hat keine Flügel, da gibt's Sinn. Irgendwas anderes Cooles? Ich glaube nicht, ne. Schade.
Aber wir können fliegen. Wir können jetzt fliegen und dementsprechend können wir zu dieser einen Stadt fliegen, wo wir Attacken kaufen können. Moment, dafür haben wir Ice Equip. So, Terrain-Attacke fliegen. Boah, wo ist der Shop gewesen? Ich glaube hier, ne? Ja, Graphiport City, da gab es auf jeden Fall den Shop. Let's go! Und dann gucken wir mal, ob wir da noch irgendwelche coolen Attacken kaufen können. Um das Ding noch ein bisschen zu boosten. Wäre eigentlich sinnvoll, bevor irgendwelche Fights anstehen, aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Aber warte, ich will die Mucke. Die Mucke hier ist echt schön. Du bietest Attacken, nicht wahr? Also wir haben... Ah nee, warte mal. Boah, wo gab's denn die... Anwender leistet Widerstand und greift an. Spezialangriff der Ziele sinkt. Wie stark ist Käferrutz? Vertrauenssache, aber eigentlich haben wir schon zwei Käferattacken. Boah, in welchem Shop gab's nochmal die krassen Attacken? Oh, ich Idiot, wo gab's das nochmal? Warte mal. Ja, wahrscheinlich werdet ihr mir Bescheid geben und dafür bin ich sehr dankbar. Kann sein, dass ihr erst in zwei, drei Parts dann da vorbeischaue, weil ich wieder ein bisschen aufnehmen würde. Malvenfrost City war das, oder? Ja, das passiert, wenn man immer ein Stück so viel aufnimmt und ein bisschen länger nicht spielt. Aber es fühlt sich gerade so an, wie damals als Kind. Da habe ich die Games auch... Ja, okay, Pokémon habe ich eigentlich immer am Stück durchgespielt. Ja, ich laber scheiße. Warte mal, aber gibt's hier nicht sogar krasse Bälle oder so? Warte mal, rein da. Also wir können jetzt eh wahrscheinlich ein bisschen shoppen. Hast du irgendwelche TMs, Bro? Ja, hier ist es gewesen. Giftschock haben wir noch. Überschüttet das Ziel mit einer speziellen toxischen Flüssigkeit doppelt so stark gegen bereits vergiftete Ziele. Warte mal, kann man Giftschock nicht auf Slimog spielen? Weil das wäre, Bro, das Ding wäre unbesiegbar. Hat Slimog irgendwie noch Giftwolke? Bericht. Weil das wäre strong. Bro, ganz ehrlich, scheiß mal auf Schleimwoge, ne? Oder wobei, wir gucken mal, wie stark das ist. Weil erst Giftwolke und dann Giftschock. Junge! Zerberstende Attacke. Aber wir haben 30.000. Ach, das ist wieder so wenig, ne? Oh Mann. Okay, Giftschock, Safe Call. Also Giftwolke und Giftschock ist ja so eine kranke Kombination. So, warte mal, ich habe wieder vergessen, was Nikolas für ein Angreifer ist. Ne, regenerieren wollen wir jetzt gerade nicht tun, ne? Bericht. Wir sind... Ja, wir sind keine speziellen Angreifer, aber wir haben leider auch Dings. Blau auf Angriff, das ist gar nicht mal so gut, ne? Egal. Das ist egal. Wir bringen ihm auf jeden Fall Giftschock bei, weil Giftschock knallt. Das müsste knallen. Giftschock. Ja, wobei, das ist dann 130er Stärke, ne? Das Ding hat dann eine 130er Stärke. Ich glaube, das kann man trotzdem cool kombinieren, muss man sagen. Warte mal, was haben wir? Wir haben noch eine Attacke, die man, glaube ich, wegwerfen. Ey, Peppo, weg mit Härtner. Butter bei den Fische, weg mit Härtner. Das ist ja... weiß ich nicht. Muss man nicht haben. So, was haben wir noch für Attacken hier? Fassade, Fußtritt, Ladestrahl, Dampfwalze, Drachenrute, Steigerungshieb. Wäre eine geile Kampfattacke. Fegt das Ziel vom Feld und wechselt es gegen ein anderes Pokémon. Nee. Ja, okay, ist in Ordnung. Sind jetzt noch nicht so die krassesten Dinge. Ich dachte, vielleicht bekommen wir hier irgendeine coole Stahlattacke her. Aber gut. Dann würde ich sagen, das ist so geil, dass wir jetzt einfach fliegen können. Geil und sehr, sehr wichtig. So, dann fliegen wir jetzt einmal zurück nach Baumhausen City und steppen weiter in der Story. Ja, aber ey, wie gesagt, ich glaube, Giftschock mit Giftwolke, das ist schon eine Mordskombi. Das kann ordentlich reinhauen, denke ich mal. Okay, weiter geht's. So viel auf jeden Fall zu einem kleinen Exkurs heute, aber das gehört ja in so einem RPG wie Pokémon. Pokémon ist ein RPG, RPG, ne? Gehört ja irgendwo dazu. Ich wollte mich einmal noch kurz versichern, aber ich meine ja. Ich kenne jetzt die Definition, also Roleplay, ne? Ja, müsste passen. Passt schon. Okay. Oh, ich dachte für einen kurzen Moment, die wird mich jetzt wieder attackieren. Da ist halt Zerschneider. Ist da irgendwas Krasses hinter? Nochmal Zerschneider? Weiß ich jetzt nicht, ob man da unbedingt vorbeigucken muss. Ich glaube, Cavalanzas könnte man Zerschneider beibringen vom Ding her. By the way, ich habe vorhin schon eine Aufnahme gestartet, die ging halt nur 3 Minuten und da war ich im Intro. Dann ist mir aufgefallen, fuck, ich habe den falschen Knopf gedrückt, ich nehme gerade gar nicht auf.
Von dem Fail wollte ich euch gerade noch mal erzählen. So, bist du ein Trainer? Na, let's go! Wird ja langsam Zeit, dass wir im Pokémon noch ein paar Kämpfe haben. Glaziola, Eis. Wie effektiv ist Eis gegen Stahl oder Käfer? Das testen wir jetzt einfach mal aus. Okidoki, Artischoki. Wir haben Käfer gebrummen. Brumm, brumm. Barriere. Setz ruhig Barriere ein, kein Problem. Verteidigung steigt stark. Deswegen. Käfergebrumm ist eine spezielle Attacke, ne? War normal effektiv. Wie ist es, wenn ich jetzt Schlitzer einsetze? Eissplitter. Junge. Nee, nicht so crazy. Ja, wegen der erhöhten Verteidigung. Das ergibt natürlich Sinn. Das ist ja ein Viech, unglaublich. So, Käfergebrumm nochmal. Ja, und nochmal Käfergebrumm. Ja, es ist sinnvoll, einen speziell anzugreifen. Ich glaube, wie gesagt, Käfergebrumm ist auf jeden Fall eine spezielle Attacke. Putz! Ciao, Glaziola. War mir eine Ehre, gegen dich zu fighten. Ich glaube, Cavalanzas kann ich mich anfreunden. Das ist ein cooles Pokémon. Knospi wird eingesetzt. Ja, Bro, beste Wahl, die wir jetzt drin haben. Let's go. Nochmal Käfergebrumm. Nassmacher. Das mache ich mit den... Egal. So. War mir eine Ehre, gegen dich zu fighten. Das war kein One-Hit. War das gerade normal effektiv? Bro, denn ist Knospi noch Gift? Ja, das ist interessant. Ciao, Alex. Du bist mir um einiges voraus. Ja, das wollen wir doch hoffen. Und danke für das Geld. Ich habe wieder viel zu viel beim Shoppen ausgegeben, Meister. Warte mal, wir haben ja viele Beeren. Verwirrung. Nee, Himbeere, Verbrennungen. Haben wir nichts mehr gegen Vergiftung? Habe ich das alles weggegeben? Naja, ich habe ja ein paar Hyperheiler inzwischen. Ach, Hyperheiler. Dann müssen wir nicht unbedingt in ein Pokémon-Center laufen, was ja auch ganz cool wäre. Okay, Cavalanzas ist ein cooler Pick. Aber wir müssen Ice Necrip ein bisschen leveln, weil ich glaube, das Ding müsste sich auch bald entwickeln vom Ding her. So, was finden wir denn hier auf dieser wunderschönen Route? Außer ein bisschen Water. Hi. Ich spreche dich von der Seite an, auch wenn du gerade Ninja spielst. Der Banette! Das ist Geist, ne? Hat das noch einen Doppeltypen? Weil ich glaube, Banette ist ein Pokémon, was man nicht unterschätzen darf. Nur Geist. Only Geist. Ja, da wäre eigentlich... Ja, okay. Bei Regen sind Feuerattacken, glaube ich, gar nicht mal so stark. Deswegen machen wir einfach mal diesen hier. Bürde. Okay. Here we go again. Putz. Hälfte. Finte. Nicht schlecht. Oh, damn boy. Der Flammenkörper. Yippie. Okay, wir machen am besten noch einmal fliegen. Weil wie gesagt, ich glaube, dass Feuerattacken auf jeden Fall zurückgesetzt werden bei Regen, oder? Er würde ja nur so irgendwo Sinn ergeben. Und putz. Ich liebe diese Fliegen-Animation, die ist einfach cool. Ciao, Banette, war mir eine Ehre. Fast ein Tausender an Erfahrungspunkten, sehr schön. Okay, Castellite. Da sollten wir auf jeden Fall den Schuh machen. Gestein. Ist das Gestein Boden oder nur Gestein? Castellite. Das ist die Bidi-Bip Käfergestein. Das ist ja wieder interessant. Ja, aber Feuer ist normal effektiv dann. Ja, komm mal, was wolle. Wir müssen auf jeden Fall raus. Egal, was hier passiert. Kein unnötiges Risiko. Wir gehen mit Knogger direkt rein. Beziehungsweise mit Olive, dem OG. Käferbiss. Okay. Kann man auf jeden Fall rocken. Muss man aber nicht unbedingt. Was? Als ob du diese blöde Attacke abwehrst. Nochmal, bitte. Oh. Okay. Spätestens jetzt sollten wir einen Trank einsetzen. Ein Crit und es sieht nicht mehr gut aus. Junge, diese Wutkekse, geile Meile. Ja, ich glaube, die Wutkekse kann ich weghauen. Was macht ein Wutkeks eigentlich? Weil ich musste halt, also quasi, ich habe ja Sonderbonbons ercheatet, um mir das... Herr Steinhagel, was kann er schon ziehen? Um mir quasi das Training so ein bisschen zu sparen.
Und ich muss erstmal die englischen Begriffe googeln, weil diese Cheat-Module immer auf Englisch sind. Und Sonderbonbon heißt Rare Candy. Und dann gab es einmal Rare Candy Bar. Ich glaube, Rare Candy Bar ist dieser Wutkeks. Rutena wird eingesetzt. Aua! Tschüss, war mein... Nee, das Ding ist noch ein Kampf, oder? Ist das noch Kampf? Oder only Feuer? Nur Feuer. Ja, Bro, dann ciao. War mir eine Ehre, gegen dich zu fighten. Arrivederci. Sehr effektiv. Sehr schön. Oh nein, verloren. Mein Tanjutsu hat mich... vielleicht beim nächsten Mal. Ich mag es nicht, gegen Kinder zu kämpfen. Die geben mir immer so wenig Geld danach. Oh, das sind ordentlich viele Fights. Wie angehittet sind meine Pokes? Wie fühlt ihr euch, wenn ich Pokes sage? Hallo. Mein Schirm, mein Pokémon und ich. Würde eines dieser Elemente fehlen, wäre dieser wunderschöne Anblick ruiniert. Kann man so sagen. Veronica, what's poppin'? Vor allem das Coole ist, dass Bodenattacken so vom Ding her ja nichts machen. Level 34, es sei denn, das hätte jetzt eine Gesteinsattacke. Alter, der Flammenkörper! Und bam, die Zitrobeere noch rein. Ist das geil, Alter. Es läuft. Das ist auch so eine geile Fähigkeit. Hallo. Ups. Schneller Prozess. Kann man nicht anders sagen. So. Ey, Zitrobeeren brauchen wir definitiv noch mehr. Zitrobeeren sind viel zu strong in dieser Nuzlocke. Hi, der nächste Trainerfight. Pokémon haben viele spezielle Fähigkeiten. Wenn du ein wirklich erstklassiger Trainer werden willst, musst du dich intensiv mit ihnen auseinandersetzen. Das tun wir gerade mehr oder weniger, liebe Trainerin. Ass-Trainer Joe. Nicht Ass, sondern Ass. Ash. So, ist das Fee oder nur Pflanze? Dieser Feentyp geht mir auch jedes Mal so hardcore auf die Nüsse. Elfhuhn, Level 36. Pflanze Fee. Ja, das wundert mich hier gar nicht. Okay, warte mal, wir sind 3 Level drunter. Wir bleiben trotzdem mal drin. In der Hoffnung, dass das Ding nichts macht. Windstoß. Okay, mach ruhig. So, du greifst wieder als... Ach, Windstoß trifft trotz dessen! Was war das denn? Da muss der erste Hypertrank auf jeden Fall schon mal healen. Warum war der Windstoß deutlich stärker? Bro! Ah, oh, das Ding trifft jetzt aber durchgehend Windstoß, ne? Okay, das hat Original nichts gezogen. Und nochmal fliegen, bitte. Dieser dreckige Windstoß. Mega sauger. Was war das denn jetzt für ein Pick? Ciao. Aber ey, dafür haben wir es besiegt. Cool. 1300 Erfahrungspunkte. Nehmen wir wieder mit Kusshand mit. Und jetzt müssen wir ordentlich leveln bis zur nächsten Arena. Du hast dich offensichtlich gut mit ihnen auseinandergesetzt. Japp. Ja. So, ich glaube, wir können nur noch wieder tauschen. Und wie immer, weil mein innerer Monk das verlangt, müssen wir nach Leveln einmal tauschen. So, was ist das? Ah, es gibt so eine Route hier drin, aber hier werden safe noch einige Trainer lauern, oder? Safe, irgendwelche versteckten Mini-Ninjas wieder, beziehungsweise diese... Ups, Kinder. Hallo, lieber Käfer-Dude. Kampfgefällig? Er ist nicht sehr gesprächig und kommt direkt zum Punkt. Das mag man ja gerne. Flabby B, das ist auf jeden Fall ein Feentyp, oder? Oh, das ist dieses Ding aus... Ah, woher kommt die Story nochmal? Ich habe gestern in der Reaction drauf reagiert. Wie ist denn das mit Käfer gebrummt? Zauberblatt kannst du ruhig einsetzen, zieht Original nix. Mit AZ war, glaube ich, der Name aus der Pokémon-Story, aber aus welchem... Ah, X und Y war das, glaube ich, ne? Auch nicht sehr effektiv, okay. Dann probieren wir es mit roher Gewalt hier. Die Flingklaue ist ja so geil! Ist, glaube ich, das beste Item, was wir hier einsetzen könnten. Das ist ja so ein Gamechanger. Cool. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich auf die Idee gekommen bin. Oh, Nugget kann man teuer verticken. Geil.
Wir brauchen Trinkgeld, ne? Für die ganzen Pokebälle, Tränke, whatever. Nimmt man mit. So! Ich glaube, bald sollten wir auch auf die nächste Route kommen, wenn es so weitergeht. Nicht wahr? Eventually. So, einmal die nächste Brücke. Das Wasser sieht sehr clean aus, sehr hübsch. Ne, da hätten wir nicht rübergehen können. Alright! Okay, was findet man hier unten links noch? Man muss sich ja auch alles angucken, was man irgendwie findet, nicht wahr? Boah, die Mucke ist gerade so schön. Schüttelt man diese Box, kommt ein Pokeriegel heraus. Dieser Pokeriegel wird dann genüsslich von einem Pokémon verspeist. Eine schöne Geste gegenseitiger Zuneigung, findest du nicht auch? Ja. Gauwebeere, sehr lieb von Ihnen, fremde Frau. Meine Mama sagt immer, ich soll nichts von Fremden annehmen, aber das ist diesmal in Ordnung. Ui, Memo. Geil, auch wieder ein paar Beeren for free. Bananabeeren. Zitrobeeren, da wäre ich noch glücklicher, wenn wir die jetzt finden sollten. Nee, Beeren will ich jetzt gerade nicht einpflanzen. Auch vielleicht vor der Pokémon-Liga nochmal Zitrobeeren anpflanzen oder so. Das wäre auch nochmal ganz smart. Wie lange brauchen Beeren eigentlich, wenn ich sie einpflanze? Brauchen die einen Tag? Kürzer? Länger? Was finden wir hier oben? Eine Zusatzroute zum Trainieren? Alter, wie scheint? Cool. So, was bietest du uns? Schmerbe! Bodenwasser, oder? Ich glaube, Schmerbe hatte sogar noch den Bodentypen mit dabei. Ja, Wasserboden war das. Okay. Ja, du von mir aus. Wow, von mir aus. Oh nein, Erdbeben? Ah, stimmt. Ist normal effektiv. Okay. Volltreffer stark. Mhm. Normal effektiv wegen dem Käfertypen. Ich hatte ganz kurz Schiss wegen Stahl und so, ne? Aber, ja, war stark. Ciao, Schmerbe. Ich glaube, Schmerbe bietet uns auch original gar keine Erfahrungspunkte. Ja. Ciao, Marshall. War sehr schön, mit dir zu reden, Eminem. Slim Shady, yo. So, einmal den Beutel wieder rausholen für Heal, ne? Den Hypertrunk. Läuft. Sehr geil. So, was haben wir denn hier oben, dass man hier so hinsteppen kann? Einfach nur ein paar Trainerkämpfe? Ja, ist cool. Was treibst du hier? Frag besser nicht nach, Bro. Golgantis! Oh. Da machen wir am besten sehr schnell den Schuh. Ist das nicht sogar Stahlgeist? Das Ding hat einen sehr, sehr krassen Typen. Ja, nee, Bodengeist. Bodengeist ist es. Normale Attacken bringen gar nichts. Wir gehen mit Fleischi rein. Ich glaube, mit Kyurem. Kyurem ist der passende Gegner für dieses gigantische Viech. Hello. Eisenabwehr. Natürlich musst du jetzt deine Special, deine Attack boosten. Aber Eissturm ist speziell. Und Eisstrahl auch speziell. Arrivederci, Meister. War mir eine Ehre. Wird das ein One-Hit? Ja. Vor allem, ich find's krass, dass Golgantis kein Geschlecht hat. Dementsprechend kann man echt denken, dass das Ding irgendwie legendär ist oder so. Golgantis, auch geiles Pokémon. Nidorina! Schönes Gift-Pokémon. Das kennt man doch, nicht wahr? Let's go. Einfacher Eisstrahl drauf. Kyurem wird das schon irgendwie regeln. Junge. Kyurem ist eine Maschine. Sehr guter Ersatz für Yasin. Auch wenn Yasin für immer in meinem Herzen bleiben wird. Aber man muss ja leider von Ersatz reden an der Stelle. Mit dem Eistypen. Niederlage, Schmerz. Schon so ein bisschen. Aber nur minimal. Hier findet man, glaube ich, echt nur Items, oder? Beleber, brr, kann man verkaufen. Wir müssen es ja einfach mal positiv sehen. Ich studiere die Bewegungen der Pokémon und entwickle neue Ninja-Techniken. Ja, von mir aus. Galapagos. Galapafloss. Galapafloss. Gestein Wasser. Hello. Gestein Water. Können wir da jetzt einfach mit Du-Nadel reinsteppen? Hä, ist das Ding noch langsamer als wir? Junge, ist das geil. Das Ding ist einfach vergiftet. Das ist so random. Katapult. Okay, von mir aus. Junge, diese Vergiftung ist wirklich absolut random.
wie effektives Käfergebrummen. Ich glaube gar nicht mal so krass, ne? Au. Oh. Au. Oh. Okay. Yo! Kobalium! Klingt immer wie so ein Stahltyp. Ist auch Stahlkampf, lol. Aber ich sollte, glaube ich, trotzdem die Schuhe machen. Stahlkampf. Feuerwehr strong. Aber ich habe ein bisschen Schiss. Ja, Buddha bei den Fische. Wir probieren unsere neue Giftschock-Methode. Hello! Bodycheck wird eingesetzt. Ja, ist in Ordnung. Kickt aber gar nicht mal so krass rein. Weil das ist auf jeden Fall ein legendäres Pokémon, nicht wahr? Ja, ist ein legendäres Pokémon. Es hat keine Wirkung. Ach, wegen dem Idiot, es hat eh keine Wirkung, ne? Oh, das war dumm von mir. Gift hat keine Wirkung auf Stahl. Schlammbombe. Dann machen wir es so. Schlammbombe. Setz ruhig deinen Double-Kick ein. Ich muss gleich wieder ein paar Hypertränke leider einsetzen. Ah, das Geld geht wieder flöten für blöde Tränke. Cool. Aber das war's. Gibt aber, glaube ich, auch ordentlich Erfahrungspunkte, nicht wahr? 1600. Hat sich gelohnt. Bis meine neuen Ninja-Techniken fertig sind, dauert's noch ein bisschen. Ja, du, wir warten. Wir warten, ne? Okay, so, wieder ein paar wunderbare Bären. Die kann man ja auch notfalls verkaufen. Wobei ich glaube, dass sie gar nicht mal so viel Para geben wahrscheinlich. Nana-Bären, cool. Kann ich einer Nana schenken? Danke für die Nana-Bären. Das haben wir hier. Für sie Bären, cool. Nehmen wir auch mit. Sind hier noch ein paar Trainerkämpfe? Ja. So, bevor wir jetzt aus Versehen wieder den Schuh machen. Protein, Angriffsbasiswert. Ja, aber immer nur um einen Punkt zu Protein und so ein Bums, ne? Ist gar nicht mal so krass. Okay, und... Ah, wir brauchen echt wieder solche Mini-Healer. Ja, yep, eindeutig. Okay, aber ich glaube, damit kann man auch wiederum arbeiten. Olive. Olive packen wir mal nach vorne. Level 33. Wird Zeit, dass das Ding auch mit trainiert wird, ne? Oder? Was sagst du, Trainerin? Ich warne dich, ich bin total schwach. Hä? Moment, falscher Text. Halbstarke Max. Roserade. Ja, da machen wir auch direkt wieder den Schuh. Mit Knogger. So schnell kann Roserade nicht mal gucken. So schnell machen wir den Schuh. Okay. So, Lockduft wird eingesetzt. Setz ruhig deinen Lockduft ein. Fluchtwert. Kein Problem. Ein Eisstrahl und Roserade weiß wiederum nicht, wo vorne und hinten ist. Tschüss. Aber wie gesagt, Roserade, vierte Generation, einer meiner Favorite Pokes. Tschüss. Ich hab's doch gleich gesagt. Du warst stärker als andere Trainer. Das muss man dir auf jeden Fall lassen. Cool, kleiner Exkurs. Paar Trainerkämpfe wieder mitgenommen. Krass, dass da kein reales Pokémon drin war. Hier oben sind wir auch schon gewesen. Hier könnte man rüber surfen und da wird dann wahrscheinlich irgendein Item warten, nicht wahr? Egal, das hat Spaß gemacht, aber weiter geht's. Ich denke mal, dass uns jetzt eine neue Route erwarten wird oder ein neuer Trainerfight. Alter, sind hier viele Trainerfights. Ich feiere das gerade. So, Kikli. Das Ding. Oh, boah, das böllert ordentlich rein. Kikli ist so ein geiles Pokémon, das feiere ich auch. Das ist ein Kampfsportler. Der Psycho wäre crazy. Flug ist gut. Aber mit Knogger müssen wir den Schuh machen, denke ich mal. Oh, das wird jetzt reinhauen. Willenslaser. Okay. Aha, ist in Ordnung. Das ist gar nicht mal so schlimm. Giftwolke. Es sammelt seinen Fokus. Es bereitet sich vor und so. Aber warte ab, wenn nicht gleich die Vergeltung von uns trifft. Ich hoffe, dass das Ding keine Vergeltung hat. So, und zwar Giftschocken. Doppelter Stärke. Wohl bemerkt. Ja, okay. Ich glaube, Kikli ist hier keine große Gefahr, wenn es nur diese Attacken einsetzt.
Das war jetzt 130er Stärke. Okay. Oh, nochmal bitte. Offenlegung. Greift das Ding auch irgendwann an? Was macht Offenlegung? Das ist so eine Attacke, die auch wieder kritisch ist, oder? Offenlegung. Akikli, wie gesagt, geiles Pokémon. Offenlegung, Pokémon, Attacke. Nikolas Level 36 inzwischen. Sehr, sehr stark. Okay, Skag, okay. Das ist ein Flugtyp, oder? Ich glaube, Flug und Licht oder so. Selbe Strategy. Offenlegung schädigt das Ziel, wird nicht von Schildattacken beeinflusst und hebt die Effekte dieser Attacken für den Rest. Okay. Ja, okay, ist doch in Ordnung gewesen. Ist doch definitiv in Ordnung gewesen, diese Attacke. Okay. Und Giftschock. Finte. Ja, setz mich Finte ein. Ist irgendwie so das Pendant zu Togepi, dieses Pokémon gefühlt, oder? Ich wollte gerade sagen, ein KP ist übergeblieben. Schnelle Nummer. Schnelle Nummer, schnelle Nummer. Tschüssi. Mit solch einem starken Pokémon-Team brauchst du auf deiner Reise vor nichts Angst zu haben. Danke. So, das war eine gute Runde. Ist das die nächste Trainerin? Junge. Wie steht's um deine körperliche Fitness? Ja, also nach dem heutigen Part steht's richtig gut. Ranger Tia, Calamanero. Hatten wir schon. Das hat den ganz, ganz komischen Typen, ne? Calamanero, das war... Unlicht Psycho. Ich wollte sagen, ganz, ganz komischer Typ. Knochenrang. Gegenstoß, ja. Volltreffer sogar direkt. Übertreib mal komplett deine Base, Alter. Nochmal. Was? Das sieht man selten, dass sie zurückgerufen werden. Zwirrlicht, Junge. Stark. Muss man sagen. Ah, gegen Geist-Pokémon und so haben wir auch nicht viel, ne? Ja, aber wie gesagt, normale Dinge. Tja, mit Kyurem hast du wahrscheinlich nicht gerechnet. Ihr Licht wird eingesetzt, okay? Ich wollte gerade sagen, Verbrennung. Und sobald man verbrannt ist, machen, glaube ich, physische Attacken weniger Damage, ne? Eisstrahl, Baby. Krass. Junge, das Ding ist ja so nervig. Okay. Sollte aber noch keine große Gefahr werden, hoffentlich, ne? Einmal Eisstrahl, bitte. Aber bitte trifft, ne? Ja! Geil! So, das Ding ist schon mal weg. Tschüssi! Cool. Sehr, sehr cool. Okay, ja. Leider ist die Verbrennung nicht so strong. Was heißt leider? Zum Glück, ne? Eisstrahl. Fleischy ist nicht mehr verwirrt. Dankeschön, Fleischy. Und jetzt hauen wir das Ding mit einem One-Hit weg. Ja. Tschüssi. Das gibt, glaube ich, auch ordentlich Erfahrungspunkte. Sehr schön. Ja, das war ein guter Fight, ey. Holy crap. Holy shit. Aber, Freunde der Sonne, damit haben wir, glaube ich, wieder einiges im heutigen Part erlebt. Und wenn dir der Part gefallen hat, würde es mich mega freuen, wenn du diesen Kanal supportest, ein Abo dalässt, das Video likest. Und an der Stelle sage ich wie immer Danke an die Elite Umlaut General Member Basti the Dark Empire, Cybix Games, Maria Kleindampier, Svensemann, Florian, Chaos Mass LP und Hidden Frame. Und dann alle anderen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Real.